Warum du heute hier bist, kann man schon in deiner Bildunterschrift lesen. Opas Blog. Wie bist denn Ja. du zu diesem Blog gekommen? Opas Blog. Ja, also eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde. Ich war im letzten Jahr auf einer Fachveranstaltung von so Kommunikationsleuten und da stand man hinterher noch so beim Wein zusammen. Und da ließ einer den Satz fallen, im Zeitalter von Facebook und Twitter braucht man eigentlich mit dem Bloggen gar nicht mehr anfangen. Und als ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich da so über den Satz nachgedacht und dachte, also ganz kann ich den nicht teilen, zumal es in der Kommunikationsgeschichte also keinen einzigen Fall gibt, wo ein neues Medium ein altes komplett verdrängt hätte. Und dann habe ich mich, nachdem ich also mit Bloggen bislang nicht viel zu tun hatte, habe ich mich mal so in das Thema reingekniet. Und dann war eben eine Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, dass man, also wenn man erfolgreich bloggen will, sich schon für das Thema begeistern können muss. Und dann habe ich so gedacht, naja, also begeistern kannst du dich für deine Enkelkinder. Was ich so spannend finde, ist, du hast unheimlich hohe Zugriffszahlen. Aktuellen Stand so 110 oder 115.000 Besucher auf unserem oder auf meinem Blog gehabt. So viele Leute kenne ich ja gar nicht. Und insofern, wie gesagt, muss man irgendwo auf sich aufmerksam machen. Und das kann man eben am besten, dass man auch auf anderen Blogs mal Kommentare hinterlässt oder auf anderen Plattformen seine Kommentare schreibt, dass die Leute eben auf einen aufmerksam werden.